Schlacht von Hefei. Aha. Oh, komm schon. Ich will nur jetzt schon heimgehen. Warum so einen Kampf fortsetzen? Schau, da ist er. Er ist so jung und schon so ein guter Anführer. Was sagst du? Ich werde ihn in den Dreck stampfen. Was? Diese Frau ist wieder zurück. Sie mag anscheinend Sun Chang's Yang nicht. Ach, cool. Nachdem Su Rong den Überfall bei Yu Ting verhindert hat, bemerkt sie einen anderen Hinterhalt und entscheidet sich zum Rückzug auf demselben Weg, wie sie und ihre Truppen gekommen sind. Das war genau der Plan der Hu. Als die Nanman-Streitkräfte sich Hefei nähern, begegnen sie plötzlich der Wu-Armee. In den Reihen der Wu sind Befehlshaber, die von Su Rong in der vorigen Schlacht geschlagen wurden. Aber es scheint, dass sie noch nicht genug haben. Na. Für die Wu ist diese Schlacht entscheidend für ihr Überleben. Aber gleichzeitig ist es für viele Wu-Befehlshaber eine Möglichkeit zur Rache. Su Rong hat kein Interesse daran, Wu zu zerstören. Aber sie ist auch nicht abgeneigt, die Herausforderung anzunehmen. Okay. Überall. Was dachte ich? Nun schau, wo ich bin. Hey, das kannst du besser. Okay, alle aufräumen hier. Okay. Ist da ein... Ich habe einen Offizier besiegt. Offizier besiegt. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir müssen siegreich sein. Yeah.
Ich habe einen Offizier besiegt. Wir müssen siegreich sein. Ach, Lu Meng und so, okay. Ja, ich meine, die können gerne runtergehen. Eine große Truppe ist das da, ja. Okay, er ist doch ein Anführer. Wir müssen siegreich sein. Ich habe einen Offizier besiegt. Spiel kommt gar nicht hinterher. Wir müssen siegreich sein. Ich muss gleich mal das Pferd wechseln, das ist viel zu langsam. Wenn irgendwer gleich ein gutes Pferd hat. Ein geiles Pferd wollte ich gerade sagen, ey. Ich glaube, ich meine, für den einen oder anderen wird es wahrscheinlich jetzt langweilig wirken. Weil ich weiß jetzt, ich weiß, wie viele Parts Dynasty Warriors 3 gedauert hat. Ne, weil die Parts sind teilweise noch am Rendern. Also wenn ihr dieses Video hört, sind die natürlich schon lange, lange, lange online. Ja gut, oder vielleicht, ja, wobei weiß ich gar nicht. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Monat auf jeden Fall. Ist das ein Unterschied jetzt locker? Sagen wir mal so, wir haben es jetzt den 9. Februar. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein Datum wir haben, wenn ihr diesen Part hier seht. Würde mich mal interessieren. Ja. Würde mich wirklich interessieren, ne? Also. Ich habe einen Offizier besiegt. Naja, auf jeden Fall, dass halt die ganze Zeit nur Dynasty Warriors kommt. Ich habe das ja vor 2 oder 3 Jahren, wo. Oder während ich Samurai Warriors 2 gespielt habe. Ich habe das ja ständig weitergespielt, so, ne? Und klar, die Klicks sind nicht optimal. Auch jetzt nicht. Einige Parts sind mega gut, andere eher, naja. Ich habe einen Offizier besiegt. Aber halt noch so, dass okay, das ist, also, ich meine, ich kann sowieso nichts mehr machen, weil Parts sind hochgeladen, ja. Kann nur noch warten und hoffen, dass es besser wird. Na, das ist halt,
die Sache. So, und ich meine, man sieht es an den Aufrufen, die ich von den bisherigen hochgeladenen Dynasty Warriors Videos ich weiß, die Klickzahlen von Dynasty Warriors 2, Dynasty Warriors 1 war, glaube ich, auch nicht so der Burner. Also von den Klickzahlen hier lohnt sich das null. Sei ich ganz ehrlich. Wenn ich jemals hier Geld verdienen möchte mit YouTube, müsste ich andere Projekte machen. Ne? Privat mega großer Fan von dem Franchise. Ne? Deswegen spiele ich das ja auch trotzdem einfach. Also ich würde es natürlich weiterspielen, aber ich würde dann meine Hauptrichtlinie würde ich dann, oder Hauptaufmerksamkeit würde ich dann natürlich auf Projekte legen, die Klicks bringen, oder würde ich dieses Spiel einfach so als Nebenprojekt bringen. Weil ich halt weiß, dass die nicht viel bringen würden. Vielleicht, wobei, weiß man nicht. Kann ja auch sein, dass die schon was bringen an Klicks, wenn man... Ja, wenn man bekannter ist, so, ne? Aber das ist ja sowieso nicht meine Intention. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Auf jeden Fall ist das, war das nie das, was ich wollte. Ich meine, ey, es ist super geil, wenn ich dadurch bekannter werde, sogar Geld verdienen könnte. Boah, Alter, das nervt mega. Diese ständigen Angriffseinheiten. Sie machen uns zum Narr. Nicht nur das, es nervt einfach mega. Zumal es auch einfach gar nichts mehr bringt. Wir müssen siegreich sein. Wer ist denn da jetzt dazugekommen eigentlich? Ich will das kurz mal sehen. Naja, hab ich jetzt keinen Bock. Die zu besiegen. Nee, aber wie gesagt, ich hätte auch mega Bock, Samurai Warriors 3 weiterzuspielen. Weil da auch so viele Charaktere noch sind, die wir spielen müssen. Deswegen hätte ich so mega Bock auch drauf. Ah, wie gesagt, ich habe mega Bock auf so viele Spiele. Naja. Jetzt müssen wir noch ein Level machen, dann haben wir Dynasty Warriors Extreme Legends durch. Das heißt, ich kann theoretisch 3 Spiele auf meinen Erledigstapel legen. Kann ich leider nicht, weil wir halt noch die Waffen von den noch holen müssen. Aber das werde ich dann einfach so als Nebenprojekt machen. Wie gesagt, das werde ich dann einfach so. Ich werde das zocken und dann werde ich das nachkommentieren. Außer halt mit Luzon und etc. Da werden wir einmal einen Durchlauf machen. Da werde ich auch ein Stream, denke ich mal, starten. Und dann werden wir das an dem Tag dann, denke ich mal, komplett durchziehen. Warum besiege ich den denn? Okay. Ah, hatte ich mir schon gedacht. Haben wir schon gedacht, das ist noch nicht vorbei.
Lass mich raten, Sun Chang Xiang taucht gleich auf. Ich würde auch gerne Age of Empires wieder weiterspielen. Da hätte ich auch gerade vollen Bock drauf. Was ist denn das Ziel? Alle Offiziere. Seit wann ist die denn wichtig? Die Frau da. Oh, Junge. Also, nicht, jetzt nicht falsch verstehen, ich meine so, ich bin jetzt gerade verwundert so. Ich meine, das ist eine Frau, aber ey, hey. Bro, die ist doch gerade einfach nur aufgetaucht. Und schon muss ich wieder dahin galoppieren, um die noch zu besiegen. Das ist doch scheiße. Ach man, sie kriegen... Kriegen sie auch noch nicht mal runter vom Pferd, ey. Naja. Ne, wie gesagt, also ich werde jetzt noch die letzte Mission machen und dann war es das für heute auch. Wie gesagt, ich muss heute ein bisschen früher Schluss machen. Da ich leider früh raus muss. Naja, höre schon an meiner Stimme. Ja. Ich würde gerne weiter zocken, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool. So, was wird die letzte Schlacht sein? Wuzhang-Ebene. Man weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Belagerung des Hefei-Schlosses. Aha, das ist die Revanche. Das könnte interessant sein. Ich werde gewinnen. Ich werde siegen. Also lasst uns Spaß haben, solange wir noch dabei sind. Ja klar, gegen Lobur. Ja, lass mich raten, da werden alle wieder auftauchen. Lubu. Oh. Oh, wir sind, also wenn wir sterben, ist alles gut. Okay. Nein, natürlich nicht. Ach man. Die Naman-Truppen
bei Hefei auf die Wu-Armee. Dabei gab es viele Verluste. Um sich zu erholen und um die Wunden zu heilen, gingen sie ins Schloss Hefei. Eines Tages hören sie von draußen großen Lärm. Eine große Armee scheint das Schloss umzingelt zu haben. Als Su-Rong aufschaut, sieht sie die Gesichter aller weiblichen Befehlshaber, die sie je in einem Kampf besiegt hat. Sie scheinen alle auf eine letzte Kraftprobe zu warten. Ach komm, echt? Ein anderes bekanntes, merkwürdiges Gesicht entdeckte sie neben Diu Chan, nämlich das vom mächtigen Lu Bu, dem größten Kämpfer aller Zeiten. Als Su-Rong und Meng Huo sich in Verwirrung ansehen, wundern sie sich, warum diese Leute so feindselig gegen sie sind. So haben sie noch einen anderen Kampf vor sich. Tja. Hat ihnen nicht so gefallen. Mein Herr, wartet, ich bin gleich da. Und du, ich zähle auf dich. Du musst immer noch aufpassen. Besonders vor Lu Bu. Hey, haltet eure Wache aufrecht! Zeigt ihnen, wie stark wir sind! Ach, Tatsache. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir werden sie vernichten. Weitere Armee. Eine weitere Armee. Boah, ich stehe tierisch da drauf, wenn mich mehrere Leute gleichzeitig angreifen. Ohne Witz. Wo ist denn Ding Feng? Achso, du bist gar nicht ihm unterstellt. Sondern überraschenderweise Diao Chan. Ich habe einen Offizier besiegt. Wo ist denn zu Yu denn hin? Als ob der wieder zurückgerannt ist. Ja, anscheinend ist er weggegangen. Wir müssen siegreich sein. Ich habe einen Offizier besiegt. Wir müssen siegreich sein.
Offizier besiegt. Okay, da war noch. Bleibt dran! Ich kann euch nicht frei herumziehen lassen. So, die ist besiegt. Ich habe einen Offizier besiegt. Okay, wieder unter und noch. Die haut schon. Okay, und dann ist da hinter da wohl dann Lubu schon, ne? Gut, ich meine. Mir im Grunde ist es vollkommen egal, wie ich, wann ich wen erledige. Hauptsache erledigt. Früher war mir das wichtig. Da habe ich wirklich alle Wacheinheiten des Gegners besiegt und dann kommt erst der Boss dran. Ja, und habe mich dann immer geärgert, wenn ich es nicht geschafft habe, wenn ich vorher den Boss besiegt hatte. So, das Tor ist offen. Tja, dann kümmern wir uns schon mal um Lubu, würde ich mal sagen, ne? Falls er das überhaupt ist. Ja, müsste ja sein. Aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Der ist vorbei? Hä, das war der einfachste Lubu, den es gibt? Hä? Hä? Aber... Ja, okay. Ich meine, der war jetzt ultra einfach. Ey, Hulautor war der tausendmal schwerer und hier klatsche ich den einfach easy weg. Und sie vor allem auch voll viel. Check ich nicht. Naja, egal. Gut, ich hab nichts ge... Kann ich ja jetzt sowieso nichts mehr machen, ne? Ja, wir haben gewonnen. Spiel ist durch. Haben's durchgeschafft. GG. So, zu Rong aus Nanzong. Man sagt, die Frau des Nanman, König Menghu, stamme vom Feuergott ab, eine Meisterin des Wurfgeschosses, die ihr Ziel selten verfehlte. Ihre Tapferkeit und ihr Können rivalisierten sogar mit denen ihres Mannes. Ja, ansonsten sehen wir ja schon alles.
zu B. Ja, die Ocean muss tanzen und singen, beziehungsweise. Ach, nice. Eigentlich hätte Dong Su da sein müssen, finde ich. Eigentlich hätte Dong Su das machen müssen, wenn der Mengu dann kam. Ah, cool. Ne, gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Dynasty Warriors 3 Extreme Legends für die PS2. Wir haben es geschafft. Dynasty Warriors 3 ist erstmal erfolgreich abgeschlossen. Wie gesagt, für die vierte Waffe werde ich das dann alles mal nachkommentieren machen, außer den Durchlauf mit den restlichen Kapiteln von Zenji, Lusun und ich meine Zuyu. Oder andersrum Zuyu und Lusun. Ja, werdet ihr dann auf jeden Fall in der Playlist von Dynasty Warriors 3 sehen, wenn ich das gemacht habe und dann halt alle Waffen und dann auch nochmal hier in Dynasty Warriors Extreme Legends die fünfte Waffe von den Charakteren holen und halt die ganzen Objekte, die mir noch fehlen, sind ja einige. Ja, also eine Menge haben wir noch zu tun. Und ich würde sagen, Leute, das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.